Tag zusammen und willkommen zurück zu Minecraft mit Buildcraft. In der letzten Aufnahmesession war ich etwas verwirrt und habe angefangen mit dieser Ölpumpe und wollte hier auch Öl hinpumpen und hier habe ich schon was für Lava gemacht. Und da ist mir, als ich die Folgen gerendert habe und mir danach nochmal angeguckt habe, aufgefallen, dass ich ziemlich dumm bin. Ich versuche jetzt von da irgendwo, warte mal, welche Richtung ist das? Ich glaube da hinten irgendwo. Von so einem Ölfeld versuche ich jetzt Öl zu pumpen, obwohl ich hier unten ganz in der Nähe einfach nur hier, Moment, ich zeige euch das mal, war das hier jetzt? Ich meine, das wäre hier gewesen, soweit ich weiß. Ne, warte mal, hier war das, habe ich gar kein Schwert dabei. Ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht. Warte mal, bin ich jetzt noch auf? Ne, ist normal. Gut. Wo war denn das? Das war da. Na gut. Warum ist denn da so viel Obsidian jetzt? Hab ich da Obsidian hingekippt? Wasser hingekippt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum habe ich das gemacht? Ich wollte die Lava dann nutzen und pumpen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das gemacht habe. Es ist jetzt nur ein Tief hier. Jo, oh fuck, ey. Oh, das ist ein Creeper, das ist nicht gut. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Warum ich das gemacht habe, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall hätte ich die Lava nutzen können, Mann. Und dann erstmal gleich ins Lager packen können. Und die wäre auch nicht mal weit weg gewesen. Naja, das war meine Blödheit. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich es mir versaut. So. Thema Öl herpumpen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall noch Rohre. Ich weiß gar nicht mehr, hatte ich Cobblestone-Rohre genommen? Also hier Pflastersteinrohre. Das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Ich kann ja mal gucken gehen. Wie spät ist denn das? Wo ist denn die Sonne? Ist schon mal kein gutes Zeichen, wenn die Sonne schon nicht da ist. Dann müsste es eigentlich abends werden. Ich gehe mal schnell gucken, ist ja nicht so weit weg. Und dann wollte ich auch mal langsam anfangen, Quarry zu bauen, aber es geht halt nur mit Diamanten. Das ist das Problem. Aber mit dem Quarry hätten wir erstmal genug Rohstoffe, um irgendwelche anderen Sachen zu machen. Wäre jetzt ziemlich blöd, wenn wir das nicht hinkriegen. Das heißt aber, ich muss erstmal eine Höhlentour machen wieder. Da ist mein Ölfeld. Anscheinend habe ich Cobblestone-Rohr genommen. Gut. Sieht jedenfalls ganz danach aus. Oh, da liegt Spinnenseide drin. Hallo. Naja. Warum fehlt denn da das Holz? Ich ist abgebaut für irgendwas anderes schon wieder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich in der letzten Aufnahmesession ziemlich verwirrt. Ich glaube, da war ich auch saumüde und alles. Keine Ahnung. Das war ein bisschen dumm. Ja, dann renne ich jetzt mal schnell nach Hause. Wo ist denn die Sonne? Warum ist die denn nicht zu sehen? Ach, da oben ist sie doch. Ist mittags. Ist ja mittags. Schwuppdiwupp. Gehen wir mal schnell nach Hause. Und dann müssen wir noch mal in diese schreckliche Höhle unten rein. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon bis zum Ende erforscht habe. Auf jeden Fall muss ich noch tiefer. Wegen Diamanten. Ich kann euch ja mal das Rezept zeigen. G. Kann ich ja suchen, ne? Ja. Ne, das ist es nicht. Nether Quartz. Ah ne, ist ja deutsch. Das heißt, glaube ich, Steinbruch, ne? Ja, hier ist er. Da ist der Quarry. Ziemlich teuer. Ein Redstone, Eisenzahnräder, 3 Stück an der Zahl. 2 Goldzahnräder. Und ich brauche 2 Diamantzahnräder und eine Diamantspitzhacke. Für 2 Diamantzahnräder brauche ich gleichzeitig auch noch 2 Goldzahnräder. Also brauche ich 4 Goldzahnräder insgesamt schon mal. Das sind 4 mal 4 sind 16 Gold. Dann brauche ich 8, 9, 10, 11 Diamanten.
Und Eisen ohne Ende. Das ist ganz schön heftig. Hier ist nichts drin. Was habe ich hier im Inventar? Eine Pumpe. Die bringt uns jetzt nichts, weil ich die Lava zugemacht habe, ich Trottel. Das ist natürlich scheiße. So, was haben wir denn hier? Zwei Sterling. Ne, ein Verbrennungsmotor habe ich sogar schon gebaut. Zwei Gold. Hier ist überall nichts drin, ne? Ne. Dann haben wir hier noch ein bisschen Eisen. Können wir gleich mal in den Ofen packen. Und dann müssen wir uns mal ein Schwert bauen und eine Spitzhacke. Hier habe ich mich anscheinend auch nicht mehr. Am besten auch gleich eine Eisenspitze. Ach, das ist Golderz. Gold, nicht Eisen. Am besten auch gleich eine Eisenspitzhacke. Was ist das denn? Stock, Stock. Ach ja. Hat aber nur zwei Stacks in der Tasche. Muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Ah, lecker. Da brauche ich aber auch noch Fackeln. Fackeln und, wie gesagt, Eisen für ein Schwert und eine Spitzhacke. Dann nehme ich noch zwei Steinspitzhacken mit oder so. Mal sehen. Für den ganzen Kleinkram. Ich habe gerade mal 4 Gold. Das reicht bei weitem nicht. Also Schwert, Spitzhacke. Dann kann das hier erstmal hier bleiben. Das und das will ich ja alles nicht verlieren. Das muss alles hier bleiben. Was ist das? Meine Steinhacke, die kann auch hier bleiben. Ein paar Steine. Warte mal. Hatte ich nicht schon einen Bogen gedroppt bekommen? Nee. Habe ich nicht. Hier sind Rohre. 6 Stück. Pflastersteinrohre. Das hier sind Wasserrohre, das hier sind normale Rohre. Da muss ich gleich nochmal nach meiner Kakteenfarm gucken. So. Machen wir uns erstmal die Spitzhacke. So. Dann das Schwert. So. Und dann brauchen wir noch so 1, 2 Steinspitzhacken. Machen wir so. Passt doch. Die Stone Bricks, also die Steinziegel können wir hier lassen. Obwohl Erde nehmen wir lieber mit. Kies können wir auch mitnehmen. Die normalen Steine lassen wir hier, das auch. Und Holz. Holz habe ich auch schon wieder nicht mehr viel. Holz habe ich auch schon nicht mehr viel. Jetzt wird es dunkel draußen. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Fackeln brauche ich noch. Das machen wir mal so, damit wir nicht aus mehr als ein Stack nehmen. Ah, hätte eh nicht gereicht. Ist klar. Was zu essen bräuchte ich noch? Ich gehe erstmal schlafen. Dann muss ich nochmal meine Kühe vermehren auch. Mein Essen wird langsam knapp. Muss ja alles gut vorbereitet sein, bevor wir in die Höhle gehen, ne? Oh, scheiße, das war jetzt falsch. Ich bin jetzt fertig. So. Guck mal hier, 15 Samen. So. Das hier scheint auch fertig zu sein, ne? Ja. Und hier nochmal Samen. Alles klar. Oh, ich habe schon wieder ganz schön viele Kühe. Es ist Schlachtungszeit. Oh, ich liebe Kühe, ey. Das ist das Wichtigste in Minecraft. So, dann müsste ich mal langsam auch einen Verzauberungstisch haben, Mann. So. Ihr beide seid die Letzten. Paart euch. Oh, wie süß. Hallo Hühnchen. Das ist meine Kaktusfarm. Die muss ich auch nochmal woanders dann hinbauen. Warum ich das jetzt so mache hier? Mir ist letztens aufgefallen, in meinem anderen Minecraft-Projekt bei Feeds Bees, da habe ich auch eine Kaktusfarm, weil die braucht man ja da genauso. Und
Da habe ich die Kakteen unten stehen gelassen und dann sind die ganzen Kakteen, die ich geerntet habe, oben auf den unteren raufgefallen und natürlich weg gewesen. Das habe ich total vergessen, dass Kakteen Items zerstören. Die Schweine. Deswegen stelle ich jetzt auch mal ein bisschen weiter auseinander hier. Sonst haben wir den Salat. Dann baue ich die ganz umsonst ab. So, hier habe ich ein Ei. Zack. Kein Küken. Schade. So, alles klar. Dann die Kakteenfarm baue ich dann irgendwann mal hier so vielleicht in der Nähe hin, damit ich nicht mehr so weit laufen muss. Ach so, Papier. Ich brauche dann nachher später auch so viele Bücher für den Verzauberungstisch. Das heißt, wir müssen immer schön Papier abernten, damit es neu wachsen kann. Und am besten hier noch was anpflanzen, solange Platz ist. Man kann ja mittlerweile Bambus nicht. Früher hieß es Bambus, heute heißt es Sugarcane oder Zuckerrohr. Kann man ja mittlerweile auf Erde und auf Sand platzieren. Das heißt, überall, wo Wasser ist, kann man es eigentlich hinstellen. Auf Steinen kann man es nicht stellen, glaube ich, soweit ich weiß. Aber ansonsten überall neben Wasser. So, das war's. Da ist noch was drin hinten. Wir nehmen alles mit. Wir müssen alles mitnehmen. Zack. So. Ne, noch einmal. Mal mehrere. Gut, Kaktusfarm geerntet, Weizenfarm geerntet und Papierfarm geerntet. Alles klar. Können wir das schon mal abhaken auf der Strichliste, auf der Checkliste. Rüstung geht noch. So, das habe ich jetzt alles. Fleisch brennen. Fleisch brennen. Fleisch braten. In der Zeit kann ich schon mal das Getreide runterbringen ins Lager. Aber das mit dem Holz hier, das gefällt mir nicht so. Warum habe ich das so hier hingesetzt? Da stoße ich immer mit meinem Kopf gegen. Die Stirn ist schon ganz rot vom Hin- und Herlaufen. Das Holz nehmen wir mal mit. So. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob ich die ganze Höhle erkundet habe. Ist schon wieder eine Weile her, dass ich Minecraft gespielt habe. Also, Buildcraft. Deswegen gehen wir jetzt mal runter gucken. Ob hier noch was ist. Ob hier noch was zum Abstauben ist. So in die Richtung war das, ne? Da sah das ziemlich vielversprechend aus. Guck mal, da kommt gleich ein Zombie runtergefallen. Oder war hier hinten noch irgendwo Lava? Ich habe irgendwo noch Lava gesehen. Da ist Wasser. Was ist das da? Ah, da ist mein Obsidiansee. Aber das ist gar nicht schlecht. Dann können wir wenigstens Obsidian später ernten, wenn ich Diamanten habe. Warum ist das denn Obsidian? Habe ich da echt Wasser hingemacht? Das ist doch ziemlich blöd. Ah, doch, ich glaube ja. Ich glaube, mir fällt es wieder ein, weil ich da irgendwo Eisen, glaube ich, gesehen habe oder irgendwas. Ah, das ist natürlich dumm. Das ist natürlich ziemlich dumm. Piss dich. Nein! Ah, oh, fuck. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass es so läuft. Lol. Kommst du denn her? Kleiner Penner. Guck mal, hier geht's ziemlich tief runter. Ich gehe aber erstmal hier die Kohle abbauen. Guck mal, der hat eine Rüstung an. Ich hab schon